Hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. Meccabello, bevor es heute losgeht, Werbung vom Sponsor. Instant Gaming, ihr kennt es schon, der Gaming-Shop für Gaming-Keys. Könnt ihr für Konsole kaufen, für PC, für einfach alles. Auch für Steam, verschiedene Plattformen. Und ja, ist alles bei. Ihr seht hier die Top-Spiele im Moment auch. Es gibt Vorbestellungen, was das Herz begehrt. Da kann das Gamer-Herz sich bedienen bei der Geschichte. So, jetzt geht's los. Direkt ins Spiel rein. Vielleicht mal wegen den Keys, wo die gerade waren. Payday 3 funktioniert inzwischen. Habe ich gestern wieder gespielt. Musste im Singleplayer zwar immer noch 30 Sekunden oder so warten, bis ich einen Server bekommen habe, aber der lief, ja. Das ging. FIFA geht anscheinend auch, wenn man die Bewertungen glauben darf. Ist aber wie immer, ne, FIFA. Weil das gerade die beiden Top-Spiele da waren. So. Was haben wir hier? Control. Ich habe übrigens mal gelesen, dass diese Haarfärbemittel sehr ungesund sein sollen. Nur mal kurz erwähnen, wo ich das gerade sehe. So, Cost Control. Versuch mal den Marksman ans Laufen zu bringen. Die Mischung ist nicht so super dolle hier. Alles in die Mitte. Ja, also Anti-Small brauchen wir, ne? So. Schießt in jede Richtung. Zu weit nach vorne. Genau. Sehr hübsch. Also was ich jetzt versuche, ist den Markt immer ins Laufen zu bringen. Meine normale Strategie ist, den einfach zu verkaufen oder rumstehen zu lassen. Was ja wahrscheinlich nicht ganz so gut ist. Ja, da kann er alles one-shotten im Prinzip. Und da habe ich die Anti-Modell-Tanks neben ihm gestellt. Freundlich gewinke nochmal. Shield Device. Finde ich schon gut. Kann man ein bisschen den Umpf abhalten. Was wird der Gegner denn jetzt holen? Ne? Hat ja keine Modelltanks gehabt. Also, und da glaube ich, kommen die jetzt. Wie will er sonst machen? Ich weiß nicht, warum alles gerade zusammengebrochen ist in Rekordzeit. So, ich will hauptsächlich, dass die Arclights überleben. Also ich denke, da kommen jetzt die Modelltanks. Alles andere wäre halt purer Selbstmord, wenn ich das mal so sagen darf. Alles auf der rechten Seite. Ja. Nein. Okay, nächste Runde gebe ich eh Range aus, dann stehen sie wieder im Schild. Das ist natürlich jetzt dumm, ne? Jetzt habe ich mir wenig vom Schild. Also, wobei der steht noch im Schild, Gott sei Dank. Das ist halt eine wichtige Einheit. Ohne die würde ich das Zeug nicht mehr rechtzeitig wegkriegen. Links war ein Jäger, da war ja nichts. Genau. Also ohne den wäre es wahrscheinlich ein bisschen ungemütlich geworden. Eine gute Antwort vom Gegner könnte jetzt Artillerie sein gegen meine Aufstellung. Von mir eigentlich auch, weil er da vorne zusammengepfercht ist. Gut, weil das halt alles so fies, was gut gegen Vulken ist, könnte ich einen Vulken machen. Luftabwehr habe ich ja in allen Kategorien. Aber jetzt einen Vulken dazu kaufen, habe ich fast schon Skrupel. Aber der konnte halt alles wegpusten. Also ich mache die einfach auf Reichweite jetzt, die Freunde.
Sicher ist sicher. Ich denke, da kommt jetzt einfach mit noch mehr Kleinvieh. Seitendecken, man weiß ja nie. Damage-Item warten wir auf ein Ziel und da ist die Artillerie und da ist mehr Kleinvieh. Und das war eine Flanke, ja. Den glaube ich zu weit nach links gestellt, ne? Hätte den hier hinstellen können. Wäre auch sicher noch gewesen. Jetzt verliere ich halt das Schild, das ist sehr ärgerlich. Das war halt wieder dieses, eigentlich ist das immer Käse, diese defensive Aufstellung, auch wenn ich den Crawler jetzt da unten bekomme. Besser wäre es gewesen, irgendwas mit Initiative zu machen. Und vor allem diese Artillerie, von der ich dachte, dass die kommt, ne, dagegen zu arbeiten, weil jetzt geht das Schild halt kaputt. Das war sicher ein Fehler. Ich muss ja meine Metastrategien, ich muss mir einfach wirklich noch 2 bis 3 Strategien zurechtlegen und die ein bisschen härter durchziehen, damit ich halt Zeit zum mehr Denken, Bewusstdenken habe oder bewusst spielen habe auch, ne. Und nicht all deine Aufstellung und das Klicken und sowas denke hauptsächlich. Zumindest macht er da rechts unten noch ein bisschen seinen Job. Das ist eine Raketenabwehr, das muss ich noch ein bisschen testen, was jetzt sich da lohnt. Ich habe im Moment das Gefühl, dass es sich gar nicht mehr richtig lohnt. Ja, weg ist dein Schild. Aber können wir gleich mal gucken. Eben hätte das Schild 2 Runden gehalten. Das geht sicher auch schlimmer. Missile Strike. Ja, würde das schilden? Wäre ja eigentlich sinnvoll, ne? Asset. Einmal noch die ganze Armee ziehen. Amplifying Core. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich denke, den wird er auf jeden Fall schilden, ne? Von da ziehe ich es jetzt über den drüber. So, ja, ich hole mal auf jeden Fall ein neues Schild, gar keine Frage. Und dann jetzt auch hier die Raketenabwehr. Im verbesserten Schild, vielleicht klappt das ja. Mal überleben. Wir schon eh alles. Tja, wie machen wir das jetzt? Einfach zurückschießen? Ich meine, die stehen ja auch in erster Reihe, da könnte ich theoretisch sogar direkt zurückballern. Ich hole jetzt einfach einen Ablenkungscrawler, man sollte das immer als Standard wahrscheinlich auch benutzen. Dann gehen dann alle Raketen da rein, ein Großteil. Und dann auch mit dem Beacon kann er ja dann einmal hinlaufen und dann den ganzen Weg zurück. Gucken, ob das gut funktioniert beim Lauf. Ansonsten links ein bisschen schneller durchballern. Können wir mal hier eine Front aufmachen. Ganze ein bisschen beschleunigen. Und Zeit ist vorbei. Naja, das übliche Spiel. Aber nicht verloren. Ich muss mich mal vielleicht heute oder die Tage hinsetzen und mal wirklich einfach 2, 3 Strategien mir runterschreiben, die ich machen will, und dann kann ich mit weniger Denken arbeiten. So, da muss Feuer rein, habe ich das Gefühl. Oder halt einfach mehr Arclights. Er hat mehr Artillerie geholt, der Gegner. Und das Schild. Hat er gut geraten, ne? Hat es ja darauf gesetzt, was ich richtig gesehen habe. Und ich hätte ja, ne? Das war ja die teure Einheit, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, er hat genau die geschildert, die eigentlich keinen Wert hatte im Vergleich. Hat aber dann gut geraten mit. Also hat ja funktioniert. Ja, mal gucken, ob er das alles schilden möchte. Je mehr wir da kaputt machen, desto besser. Fangen wir die Raketen schön ab. Ich
Gerne mal einen hier vorne reinlaufen lassen. Die stehen da ja eigentlich gar nicht mal schlecht. Jo, ansonsten meine Rakete überleben. Und jetzt hier oben den, upsala, euer Support. Wollte das Schild so abfangen. Den Dings abfangen. Ich mache das jetzt einfach so. Und zusätzlich läuft er noch da rein. Mal von der Seite. Der kommt von vorne. Tja, ich habe immer noch eigentlich keinen großen Bedarf da dran, ne? Das richtig sehe. Ja. Jetzt habe ich einen Bedarf für Supporters. Ich habe beim Porters immer das Problem, wenn die einen Porters kaufen, hat der kaum einen Effekt. Also die kommen meist, man muss dann mehrere von kaufen, damit die auch mit Upgrades kommen. Und bis dahin ist das Spiel oft dann auch vorbei, wenn man halt so weit zurückfliegt. Das ist dann sehr, sehr riskant. Das war das Risiko. Watchers hat sich nicht ganz gelohnt. Ich habe natürlich auch Glück gehabt, muss man sagen, ne? Ich habe ja diesen Orbital-Strike gehabt und er hatte seine gesamte Armee mehr oder weniger auf der rechten Seite stehen. Das passt natürlich gut zusammen und jetzt hat er mich gecancelt. Bei dem Canceln würde ich jetzt davon ausgehen, dass er das gemacht hat, weil er das Gefühl hatte, dass ich vielleicht einen leicht höheren Skill habe, als mein MMR vermuten lässt. Er wollte, dass ich nochmal seine Punkte abgeben. Also, ich würde schon sagen, dass das sehr deutlich war. Naja, also das Q-Dodging, wie es manche nennen, hier nennen es auch gerne Cherry-Picking, also ich halte das immer noch für das größte Problem bei dem Spiel. Immer flexibel aufgestellt. Also eigentlich hätte ich ihn auch dodgen müssen, so ein Turnier-Champion. Ein Turnier-Champion, mit dem ich normal Punkte gewinnen könnte, aber nicht viel. Also ne, statistisch gesehen kann ich gegen den eigentlich nur verlieren. Tja, aber das ist ein Steeball-Rush. Sehr schwierig zu sagen. Das sieht halt nach einem Steeball-Rush aus, obwohl ich finde, dass er mit Steeballs kein guter Start ist. Ist ja links Elite, sehe ich gerade. Also es wird vielleicht doch eher, dass er die verkauft, die Einheiten, ne? Also Steeball Rush mit Elite ist doch eher unwahrscheinlich. Da schnelle Einheiten sind, stelle ich die Vertikale auf. Eigentlich wäre es besser, die weiter oben hinzustellen, damit ich die früher abfange. Dann schießt die Adler nicht so viel Käse weg. Der kann ein bisschen weiter hinten. Ich will die nicht in die Mitte pullen in dem Falle tatsächlich, weil die sonst zu sehr splitten. Ja, und dann halt meine eigenen Tierchen dazu. Die müssen da aber gar nicht gesplittet diesmal rein. Da gibt es keinen Vorteil gegen den Gegner. Doch, wird ein Steeball Rush. Zumindest wird er so angetäuscht. Ich habe halt jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Vulken dahin zu stellen. Allerdings ist das dann Level 2 Steeball nachher mit Panzerung. Das sind Vulken manchmal dann doch ein bisschen viel. Das wäre jetzt ein guter Augenblick, Jungs.
Rakete. Steht auch sehr weit vorne mit den Dingern. Auf welcher Höhe bleiben die jetzt gleich stehen? Wichtiger ist, glaube ich, was dahinter steht. Also, ich poker das, wobei ich weiß halt nicht, wo der Mustang gleich kommt, ne? Ich mache die mal schon mal schwächer. Ja, also ich mache jetzt einfach mal den Flammenwerfer dazu. Weil die gehen jetzt alle hier zur Mitte hin und der kann mit Flammenwerfer einfach da reinhalten. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Aber die Gefahr ist halt wirklich, dass die, wenn die irgendwann Level 2 Panzerung werden. Aber ich glaube, es wird Level 2 Mustang dahinter. Und das könnte ja dann wieder funktionieren. Von da poker ich das jetzt einfach mal und hoffe, dass das einigermaßen klappt. Genau, da ist der Level 2. Die rechte Artillerie macht er kaputt und damit zieht er die Modelltanks weg. Ich weiß, ein bisschen gepokert, ne? Die hat hier hingesetzt oder hier hin, ne? Und dann waren sie da auf einmal. Kriegt aber noch eine Handvoll, Level 2 ist. So, der Flammenwerfer haut sich jetzt da durch. Aber wird es reichen gegen den Speedball? Ne, sieht nicht so aus. Knapp nicht funktioniert. Die Modelltanks wurden dann links gezogen. Das hätte es auch locker gepasst. Skirting Flames nächste Runde, um die Speedball schneller wegzuholen. Ja, und die rechte Artillerie hat gefehlt. Also sein Strike war, glaube ich, der entscheidende Faktor, weil sonst hätte die Artillerie jetzt hier den Rest weggeräumt, wie eben. Das werden sie jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, die Crawler. Ah, es gibt Wetten. Wettet keiner auf den Champion. Jungs, tut euch doch die Punkte nicht selbst kaputt machen. Das ist ein Turnier-Champion, ja? Nicht irgendwas, sondern Champion. Also ich werde jetzt... ich weiß ja nett mit dem Vertrauen, aber trotzdem. Turniere gewinnen ist wirklich nicht einfach. Da gehen ja eigentlich auch fast nur Leute hin, ne? Zumindest in den oberen Ligen, dann die eben diesen, ne, alles eintrainiert haben und gewinnen wollen. Nicht wenige von denen haben auch Smurf-Accounts, habe ich jetzt verschiedenen Livestreams gesehen. Einfach damit die halt trainieren können, mit anderen Accounts da eintreten. Und also, da gibt es wirklich, das sollte man nicht unterschätzen. Da so ein Symbol ist, ne, wollt ihr mit dem R, klickt einfach weg oder wird er Inside. Aber ich mag das natürlich schon, wenn ich ein bisschen Vertrauen da kriege. Gar keine Frage. Freut man sich natürlich drüber. So, dann jetzt haben wir halt das Problem, dass er den Level-Vorteil hat. So, ich will die jetzt trotzdem hier wegholen. Anti-Air fehlt mir halt leider immer noch. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt super. In die Level 2 braucht man auch ein Level 2, damit das schneller geht. Aber da gibt es dann zwei, drei Baustellen leider. Ja, Anti-Air fehlt jetzt. Also wenn ich jetzt wirklich Dings machen würde, dann fehlt Anti-Air. Und die Zone kommen wahrscheinlich auch die kleinen von hinten. Uff, das ist alles nicht gut. Okay, dann machen wir jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Anti-Air. Und wenn die von hinten spawnen, dann kann ich die auch noch wegholen. Ansonsten helfen halt hier vorne nochmal aus. Das ist ja auch nicht verkehrt, da ein bisschen extra zu haben. Dann haben wir das. Mal eine Runde das kurz beschleunigen. Dann die Krabbler. Meine sind da oben. Da auch Mustangs hingepackt. Der hat aber zwei Mustangs da hingepackt. Level 2, ich nur einen. Ohne hoffen, dass er das jetzt hier schafft. Mir geht es halt um den Flammenwerfer, dass er halt genug Zeit hat, Level zu sammeln. Ja, ist aber immer noch zu knapp, gerade weil auch wieder Level 2 ist wahrscheinlich und das auch Level 2. Also das ist halt das Problem, ne? Dass es alles Elite ist da vorne. Ich unterstelle es mal ganz böse, wenn das alles Level 1 gewesen wäre, dann hätte mein Flammenwerfer den Kampf gewonnen. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung bei sowas. Nichtsdestotrotz hat er jetzt zwei teure Mustangs in der Backline stehen. Ne? Da vorne, die kommen jetzt sehr spät zur Party. Das ist ja quasi ein langfristiges Problem. Wir lösen das jetzt hier hoffentlich.
Rechts gibt es mehrere Krabbler. Weil die Mitte ein bisschen schneller clearen. Gerade der neue, der da jetzt aufgetaucht ist. Ja, ich will den nicht rüberziehen aus Versehen. So. Naja, Headquarters beschützt. Ich setze jetzt gleich noch einen dritten dahin. Diese Runde kommt er vielleicht da durch. Ne? Ist die Frage, wie die Artillerie trifft, aber es ist ein Level 2. Und jetzt für nächste Runde noch einen dahin. Links sollte auf jeden Fall jetzt safe sein. Na, noch ein bisschen tanken. Hat sich gelohnt, die Panzerplatte. Und hier geht es ja um den Level-Vorteil. Also wenn ich jetzt gleich, ne, Level 2 da drauf packe, ist der ja unbesiegbar von der Tankiness und die Kanone wird ja auch stärker. Und dann geht das ja noch schneller down. Und rechts lösen wir das wieder mit dem Flammenwerfer. Und dann gebe ich vielleicht noch ein zweites Upgrade. Also ich würde vermuten, dass er jetzt Panzerplatte ausgibt. Ne? Das wäre halt ein Problem, weil die Level 2 sind nicht Level 1 für manche von denen. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob ich vielleicht sogar einen Ignite beipacke. Mal sehen. Javelin. Ja, er wird dann natürlich einen dicken versuchen auszuschalten. Gucken wir, dass wir die alle beschützen davor. Einen seiner Dinger ausschalten. Lauf hier rechts runter. Ja. Ja, sehe ich wahrscheinlich nicht mehr so richtig, ne? Feuersupport. Wegen der Luftwaffe muss man jetzt schon immer noch mal ein Auge drauf haben. Vespo oder irgendwas anderes Dummes von der Seite, ne? Sollte man, glaube ich, nicht ignorieren. Denke ich ja machen. Das ist jetzt ärgerlich wegen den 50 Punkten. Doch wir den auf jeden Fall noch mal ordentlich. Da ist der Javelin. Naja. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr darauf achten müssen, wenn er den Crawler jetzt auch noch mittötet, dann kommen die vielleicht sogar durchgelaufen. Kommt darauf an, ob der Flammenwerfer sich dreht. Da habe ich, glaube ich, gerade ein bisschen geschlampt. Überlebt er mit 0%? Zack, ja. Doch, hat gereicht. Hat die Reichweite jetzt vergrößert, damit die früher drauf schießen. Also auch, das ist jetzt wirklich sehr ungewöhnlich, ne, dass er nicht die Panzerplatte genommen hat. Es ist aber auch wirklich so, dass ich mit Scourging Flames gegen Panzerplatten extrem gute Erfahrungen gemacht habe, dass die Leute sich da meist selbst ins Aussetzen. Man hatte wahrscheinlich gesagt, weil die auch leveln, die Dinger, und die Masse immer töten jede Runde, wird den Levelwettbewerb vielleicht langfristig verlieren. Also die Range, glaube ich, auch war das Bessere als die Panzerplatte. Aber es ist trotzdem ungewöhnlich, das zu sehen. Jetzt wetten alle gegen mich. Dann kann ich mir jetzt auch Insights vielleicht holen. Egal, wir riskieren das jetzt einfach mal. Heavy Arclight, Anti-Hacker-Modul. Das könnte nochmal wichtig sein. Obwohl die Heavy Arclights mir auch nochmal Zeit geben. Die stehen hier als Tanks überall rum, die Freunde. Flammenwerfer weiter vergrößern. Die Range wird natürlich dadurch das Klein viel, viel früher töten, ne? Wenn ich ihnen keine Reichweite ausgebe. Erst du nach vorne. Ich überlege halt, ob ich Feuerraketen ausgebe, damit die Backline einfach früher weggeht von ihm. Die gehen ja genau in die Mustangs dann, ne? Die Feuerraketen. Ich das richtig sehe. Und die sind ja jetzt hier recht tanky, die Freunde, ne? Mischen wir das ein bisschen.
Da komme ich nicht reingelaufen da oben. Nicht sinnvoll reingelaufen. Viel. Ja, vielleicht gehe ich mal einen Hacker gleich dazu holen. Aber ich keinen Bürschaden habe, ergänzt sich das vielleicht auch gut. Oder halt eben Essraketen, je nachdem wir die treffen. Aber ich laufe einen Hacker. Ich tue ja so viel Kleinvieh töten, ne? Das könnte sich rentieren. Die Duelle verliere ich gegen den Heal natürlich. Es sei denn, ne, die schießen auf die Kleinviecher von mir im Moment. Aber ich glaube, ich hole einen Hacker jetzt für die Steelballs. Ist jetzt nur der Levelunterschied, der ein bisschen gravierend ist. Der ist gleich auch Level 4. Naja, aber die besiege ich jetzt nicht mehr mit den beiden. Einfach weil die, ne, sich hochheilen. Oder ich hole Phoenix mit Charge Shot, damit ich die einfach platzen lasse. Oder Overlord mit Artillery-Kanone, ne, solche Geschichten. Ich glaube, ein Phoenix mit Charge Shot könnte die beste Antwort sein, weil die schon diesen Level-Vorteil haben. Sonst hätte ich einen Hacker jetzt geholt. Ja, aber das lohnt sich nachher schon. Ich glaube, ich kriege da nachher 200 raus. Da wäre ich gewillt, drauf zu warten. Hat jetzt 200 Punkte. Okay. Also, die kriegen erstmal ein AMS. Den machen wir ohne viel Panzerung. Und jetzt kommen die Vögel dabei. Muss an diesen Javelin und Luftschlag denken, deswegen müssen die sich ein bisschen über die Map verteilen. Hinten ranfliegen bringt, glaube ich, nichts. So, Krabbelerrunde. Hier vorne als Nervensägen. Ja, lass mal die hier vorne bekämpfen. Ja, Overlord, nice. Dann machen wir weiter den Phoenix-Spam. Die Leute denken immer, die werden immun gegen Feuer dann, aber die sind immun gegen Ignite, ne? Muss man vielleicht nochmal dazu sagen, wenn die so golden sind. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein Plan da war. Es lohnt sich für die Steelballs so oder so. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben, dass das eindeutig ist. Nicht die Großen. Noch tankt er, aber der stirbt jetzt gleich. Dann kriegt er sein Level ab, wobei das völlig egal wäre, weil die Charge Shot, die ja töten. Dann geht es um die Lebenspunkte. Ich würde das gerne ein bisschen früher beenden. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, ob die Afri irgendwas gemacht hat mit dem EMS. Ob das eine Wirkung erzielt hat. Die verlieren halt 40% Leben dann sofort, ne? Die Steelballs. Coating, Sturm. Ja, der hat ja noch nichts. Ich kann jetzt umsonst aufleveln oder im Coating geben. Ich glaube, das Coating ist mir da vorne lieber. Und das gibt ja auch noch Geld hier vorne. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt den Sturm spielt, der gerade im Angebot war, um die ganzen Vögel wegzuholen. Und dann wird das Schild halt unabdingbar leider. Hätte lieber die Reichweite gehabt. Aber so ist das dann halt, ne? Ja, jetzt kommt halt der Luftschlag und dann kommt gleich der Javelin. Würde halt viel lieber weiter nach vorne gehen mit den Truppen. Gute Mal, dass er da schilden wird.
Kleinvieh eine Runde schützen. Ja, der Schild war, glaube ich, ganz okay, sonst wären jetzt eine ganze Menge Vögel runtergekommen. Ja, die stehen dann die ganze Zeit im Feuer. Das ist wirklich angenehm. Aber interessant, die, ne, was er da mit der Elite macht. Elite sieht man eigentlich gar nicht mehr gespielt. Also eine sehr originelle Idee auf jeden Fall von ihm. Könnte vorbei sein, ne? Der Tanky-Klotz hier. Was wieder 1000 Schaden gemacht. Das wäre jetzt interessant, mal drüber nachzudenken über das Spiel, ob der jetzt wegen Elite verloren hat. Weil eigentlich hatte er mit Elite wirklich das bekommen, was er brauchte. Ne? Den Level-Vorteil für seine Backline und für die Steelballs. Also das sind ja eigentlich gute Sachen. Die einzige, wo es sich nicht gelohnt hat, ist für die Crawler hier vorne. Aber wenn man die Zahl der Crawler vergleicht, mit der Backline und so vom Wert her, ist ja für den Steelball Rush vielleicht gar nicht mal so unbrauchbar, die Elite-Geschichte. Was sich nicht gelohnt hat, ist wahrscheinlich der Overlord Level 2. Er hat ihn ja nur geholt wegen der Fähigkeit und da hat er ja nichts rausbekommen. Wobei nur, also klar, die Dinger knacken, ne, beim Overlord Level 2 geht natürlich auch, also nur ist vielleicht übertrieben. Aber ich unterstelle mal, dass der Hauptnutzen war, ne, dass er das dafür geholt hat. Hier gegen Anti-Hacker, hat schon gewusst, dass Hacker eine Konter ist. Aber der Call hier, die mit Damage knacken zu wollen, war, glaube ich, der richtige. Vielleicht gar keine schlechte Strategie, aber vom Flammenwerfer, glaube ich, zu 100% rausgenommen. Ne? Hat die halt wirklich kaputt gemacht, musste dann auf Reichweite gehen und die Backline konnte er nicht am Leben erhalten. Und dann war die Geschichte vorbei. So. Guck der. So, ich gehe jetzt frühstücken. Bis dann. Ciao, ciao.